So. Hinter dieser Tür lauert vielleicht der letzte Endboss. Der letzte Endboss? Wie viele, ja, wenn es der Endboss ist, ist es der Endboss. Es gibt ja nur einen Endboss. Also, ihr versteht. Egal. Ja, Ende halt. Und wie ich sehe... Oh Gott, er lauert nicht hinter dieser Tür. Wir müssen noch einen Dungeon machen. Ich habe es befürchtet. Und jetzt ist es grausame Realität. Krabbelkäfer krabbeln von der Decke. Ihr kommt jetzt aber nicht hierher, oder? Was macht ihr da? Spackt ihr nur rum? Sterbt ihr? Ey, oh Gott, sind die doof. Ey, die laufen in ihren Tod. Ein Kack-Raid? Was? Raid? Ibims der Neue? Hallo, Kaparazzi? Was? Was für ein Raid? Es wurde ein Raid? Was für ein Raid kam? Also für ein Raid war das ziemlich dürftig. Nein, Quatsch. Ja, ich habe nur gesehen, dass der gute Shezo mich gerade hostet. Von daher, vielen Dank. Und ich sag mal, hallo an alle, die jetzt mit dazugekommen sind. Wir legen jetzt einfach mal los und ich habe ein bisschen Angst. Wenn jetzt noch ein Dungeon vor mir steht, dann wird das wahrscheinlich heute noch ein bisschen länger dauern. Na gut, gucken wir mal. Okay, ich schlaf schon. Gut zu wissen. Oh fuck, es ist ja wirklich noch eine riesengroße Kuppel. Okay, warten wir mal ab, was uns hier erwartet. Ja, also, falls ich was nicht mitbekommen habe, auf jeden Fall hallo und herzlich willkommen an alle, die jetzt noch mit dazugekommen sind. Oh, Metroids. Metroids, Leute. Okay. Okay. In was verwandelst du dich? Eis? Nee, jetzt erst. Jetzt erst gibst du deine Farbe preis. Alter. Wie viel hältst du aus? Alter. Und das geht ja jetzt schon richtig gut los. Du bist aber Eis, oder? Kann es sein? Ja, du warst Eis, sagen wir es mal so. So, wo müssen wir denn lang? Da hinten sind Plattformen, schwebende Plattformen. Ich habe hierfür meine Oma versetzt, also gib dir... Mach am besten diesen Powerbeam Super Missile. Okay. Hilft das bei, hier... Bei Metroids... Da kommen ja noch mehr. Bei Metroids, die gar nicht die gelbe Farbe haben, sind die auch anfällig für Power Missiles? Ich hätte gedacht, da dürfte ich nur auf die... Vielleicht muss ich auf diese... Sind das Zähne? Ich springe auf die Zähne hier. Wenn das Zähne sind, will ich gar nicht wissen, wo wir hier drin sind. Ich habe gedacht, wir sind in irgendeinem Krater oder so. Aber scheinbar sind wir hier im Bauch. Im Bauch? Oder in der Mundhöhle, besser gesagt. Wer hat denn schon Zähne im Bauch? In der Bauchhöhle... Mundhöhle... Jetzt habe ich schon wieder Bauchhöhle. In der Mundhöhle eines sehr, sehr bösen Viechtes. Okay, ich hätte gedacht, weil die verschieden gefärbt sind, könnte ich nur auch bestimmte Waffen benutzen. Das hatten wir ja schon, dieses Prinzip bei den Piraten. Also die Piraten. Okay, ich höre schon auf. Okay, was? Oh, ich höre die ja immer noch schreien. Wer schreit denn hier so? Hört auf zu schreien. Womit schreit ihr überhaupt? Ihr habt nicht mal einen Mund. Das ist, ja, was soll das? Hört auf zu schreien. I have no mouth and I must scream. Okay, okay, alles klar. So, da hinten ist eine Tür. Mal gucken, ob sich dahinter vielleicht sogar schon der Boss befindet. Das wäre praktisch, dann haben wir nicht so viel Energie verloren. Idealerweise wäre auch ein Speicherpunkt schön. Ah, kein Speicherpunkt, aber eine Missile-Mission, Auftankstation. Kann ja auch ganz praktisch sein. Raketenvorrat vollständig. Gut. Das war jetzt nicht sehr politisch korrekt. Ja. Ja, das ist... ein ganz großes Problem bei meinen Streams. Ah! Nani? Nani? Wer hat denn da...
Albana ist geil, auf jeden Fall. Ich danke dir. Du bist doch der Voxy, ne? Habe ich recht? Habe ich sofort am Schreibstil erkannt. Oh Gott. Alter, wir sind ja gleich... Oh Gott. Warte, kommt mal alle her. Kommt mal alle her. Ja. So. Powerbombe eingesetzt. Ich kann jetzt hier nicht meine ganze Energie bei euch verplempern. Wer weiß, wann es mal wieder einen Speicherpunkt hier gibt. Wer weiß, wo der nächste kommt. Deswegen machen wir mal lieber kurzen Prozess. Au. Was war das? Was hat mich denn jetzt getroffen? Ich sehe ich noch nicht mehr. Oh, so noch mehr von den Viechern. Nix wie rein hier. Ha, jetzt kriegt der mich nie mehr. Bitte kommt nicht durch die Tür. Danke. Jawohl, Kamerad. Okay. Okay. Irgendwann brauche ich mal eine PS4. Ja, das ist irgendwie... Ach Mann. Ich weiß nicht, wofür sie es wirklich lohnen soll. Die meisten guten Spiele gibt es eh auf dem PC auch. So. Ah, meine Lieblingsstellen, meine persönlichen. Ah, es hat geklappt. Ibims, zufrieden. Spiel über Ruckeltech. Es wirklich. Es ist tatsächlich, ich habe noch nie ein Spiel zurückgegeben bei Steam. Diese Woche war eine Premiere für mich bei Battletech, weil es so mies läuft. Also wirklich so mies, wie ich es wirklich bei noch keinem Spiel auf Steam erlebt habe. Ah, fuck. Es ist, das ist wieder das, was ich an diesem Spiel so liebe. Kein Speicherpunkt vor dem Boss. This is it, Luigi. Also ein halber Energietank ist schon weg. Und wir dürfen jetzt gegen den Endboss kämpfen. Vielen Dank. Aber gut, ein halber Energietank kann ich mit leben. So, die Frage, sollen wir hier speichern? Oder sollen wir sagen, wenn wir es nicht packen... Mein Gott, laufen wir den Weg dahin halt schnell nochmal. So lang war er ja nicht. Wir gucken mal. Hallo Sobi, schön, dass du da bist. Ah, komm, ich probiere es erstmal so. Ich weiß es noch nicht, aber Mann. Es ist halt die Frage. Werde ich die 50 Energie, die ich jetzt verloren habe, werde ich die noch bereuen oder nicht? Aber selbst wenn, kann ich immer noch auf den... Das war eine coole Handpose gerade. Auf den normalen Safe gehen. Die Fenster hinten sind die Augen vom Götterrobo. Okay. Ich gehe einfach rein. Ich gehe einfach rein. Scheiß drauf. Okay. Okay. Magic Opi, du bist weise. Ich vertraue dir. Auch wenn ich es vielleicht bereuen werde. Gut. Gehen wir es an. Der guckt so komisch. Was guckt denn der so? Oh Gott. Der sieht schon ekelhaft aus. Oh, kacke die Fuck. Andros? Ach, das ist Andros. Nein, das ist nicht Andros. Och, wieso muss ich denn gegen ein Tentakel... Nee, es ist kein Tentakel. Das sind Beine. Haust du ab? Kann ich hier oben bleiben und wir... Ich darf nicht wieder raus, okay. Okay. Alles klar. Hey, Samus. Okay, sie ist voll motiviert. Sie ist motivierter als ich. Ah, gelbe Farbe. Das bedeutet wohl... Hör halt. Hör auf. Scannen, scannen, scannen. So. Das ist eine harte Krake. Naja. Ich hätte jetzt eher gedacht, ein Krebs. Ja, genau, da sagst du schon Krebs. Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereichs Typisierung vorgenommen. Metroid Prime. Oh Gott. Wie das Spiel heißt der Typ.
hochentwickelte, fasernproduzierende Lebensform. Diese evolutionäre Fehlentwicklung, sind die auch so, es wird als Fehlentwicklung bezeichnet. Das ist eigentlich voll Mobbing. Die als Metroid Prime bezeichnet wird, ist der Ursprung des Fasons. Er verfügt über eine nahezu unerschöpfliche Kraft. Die ich auch aufbringen muss, um diesen komischen Knopf hier gedrückt zu halten, damit der Text nicht verschwindet. Doch eine genetisch bedingte Schwäche macht ihn kurzzeitig anfällig gegenüber manchen Waffentechniken. Lediglich sein Kopf ist wirklich verwundbar. Anders gezielte Angriffe sind aussichtslos. Für die Offensive stehen Metroid Prime zahlreiche natürliche und mechanische Waffenarten zur Verfügung. Dazu gehören eine tieftemperierte Atemattacke, Raketenformationen, Klammerstrahlen und Projektoren für Partikelwellen. Seine ungeheure Ausdauer und sein stacheliger Panzer machen ihn im Nahkampf zu einem tödlichen Gegner. Maximaler Waffeneinsatz wird empfohlen, wenn dieser Gegner bekämpft werden soll. Okay. Also, eins ist schon mal vollkommen klar, wir brauchen unseren Powerbeam. Okay. Also sein Kopf ist verwundbar. Tatsache. Da habe ich Schaden. Und er hat Energie verloren. Sehe ich das richtig? Er verliert Energie. Sehr gut. Das ist schon mal sehr wichtig. Seine Energieleiste geht runter. Okay. Au. Jetzt nur mal als... Kann ich auch... Das hat er jetzt natürlich abgewehrt, weil er sich in dem Moment nach vorne gebeugt hat. Aber kann ich... Tatsache, es geht. Ich kann auch die Superraketen verwenden. Dadurch geht das vielleicht ein bisschen schnell. Oh, so, Wave Beam. Das sieht doch gut aus. Oder auch nicht. Was sind denn das für Raketen? Die treffen mir. Ist schon. Ist. Ich hab doch kaum. Ich hab schon einen Energietank weg. Das waren doch jetzt diese scheiß Raketen, oder? Aber so treffe ich sein Gesicht. Oh, sehr gut. Oh Gott, jetzt komm bitte. Gut, er haut ab. Mann, ich bringe nichts. Was? Gut. Oh, kackende Fuck. So, Eisbeam? Ist das Eisbeam? Oh. Okay, ich bleib. Okay, gut. Ich glaube, das war's schon mit dem Eisbeam. Zugegeben, du hattest schon die Hälfte vor... Hast recht, stimmt. Das konnten nicht die Raketen gewesen. Ich hatte ja vorher die Hälfte des Energiecontainers schon weg. Hast recht. Warte mal. Ich kann doch hier? Dann hört sich das vielleicht so ein bisschen ab. Ja! Läuft prima, Fox. Okay. Ah, natürlich. Wavebeam. Plasma, ich hätte jetzt mit Plasma eigentlich gerechnet irgendwie. Plasma will er noch nicht. Vielleicht ist Plasma so die finale Phase oder so. Aber wir haben ihn immerhin schon einen guten Drittel seiner Energie weggenommen. Ja. Und sein Angriffsmuster ist immer gleich, wenn ich das richtig sehe. Er macht nur ab und zu mal diesen Beam und dem kann man relativ leicht ausweichen. Und jetzt haut er wieder ab. Mal gucken, was er macht. Rüdiger schlägt sich gut. Dankeschön. Ich bin selbst überrascht gerade. Das läuft ja halbwegs. Aber... was ist das? Was ist... Kann ich... Ich kann... Oh Gott. Gott sei Dank konnte ich mich davon wegrollen. Und jetzt kommt Plasma. Okay. Dich kriege ich. Mein Beam erreicht ihn nicht? Sehe ich das richtig? Gott, diese Charge-Shots von den Plasma-Dingen sind ja mal voll. Haben ja voll die niedrige Reichweite. Dann eben so. Okay, der Plasma-Beam ist auch so stark genug. Oh, da hat man sich einmal am Kopf gekratzt. Schon haut er mir hier ab. Niemals am Kopf kratzen während des Streams. Kopf kratzen. So funktioniert das. Wenn ich springe, treffe ich seinen Kopf in der Regel auch. Vor allem hier mit dem Wave Beam ist das anscheinend relativ gut. Wow, gut. Also bisher läuft's gut. Kann man festhalten.
Hoffe ich. Ich weiß halt nicht, was für Spirenzien hier der Typ noch drauf hat. Das ist natürlich abgewehrt. Okay. Das machen wir so. Da verliere ich jetzt gar keine Zeit. Was ist das? Was ist das? Was kommt da langsam auf mich zu? Kann ich das abballern? Ich kann es nicht abballern. Doch, eben habe ich es zerstört irgendwie. Ich kann es zerstören, das ist gut. Und da kommen schon die nächsten. Das friert mich doch bestimmt ein. Das friert mich doch bestimmt ein. Ich mach's lieber mal weg. Shit. Shit, 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 shit. Weg, 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 weg. Was? Okay, und schon sind 3 Energietanks weg. Wie nett. Was ist das denn für eine fiese Socke jetzt auf einmal? Ich hab's befürchtet. Shit, 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 shit. Oh, sehr gut, ich krieg einen Energietank zurück. Ah, nein. Weg, 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 weg. Nein. Wie oft kann er das hintereinander machen? Boah. Okay, gerade war er richtig fies. Puh, okay, das war jetzt heftig. Er hat sich bestimmt vorher Videos angeschaut. Er schlägt sich gerade viel zu gut. Ich hab, ich mach mal kurz Pause. Kleine kurze Verschnaufpause. Ich habe seine Aufmachung tatsächlich vorher schon mal gesehen. Allerdings in Form einer Trophäe bei Super Smash Bros. Brawl. Daher kenne ich diesen Boss. Aber das ist auch tatsächlich schon alles, was ich kenne. Es ist ja auch im Grunde... Das ist auch das, was ich so ein bisschen bei diesem Spiel kritisiere. Das ist wieder ein sehr, sehr zäher Ausdauerkampf. Und... das große Problem... Spoiler, ja, danke. Das ist Rüdiger cheatet, weil ich eine Trophäe bei Smash Bros. Gesehen habe. Danke. Ich muss jetzt mal kurz labern, um ein bisschen... Okay. Jetzt habe ich ja vergessen, was ich labern wollte. Ja, das ist so einer dieser 10 Ausdauerkämpfe, wie ich sie eigentlich nicht mag. Weil eigentlich passiert immer das Gleiche. Aber irgendwann, weil es einfach so wahnsinnig lang dauert, irgendwann zwingt es dich zu Fehlern. Und dann muss man mal kurz ein bisschen verschnaufen und sagen, okay, ruhig bleiben und genauso konzentriert weitermachen wie eben. Und dann kriegen wir das hin. Hoffe ich. Was auch immer jetzt noch kommt. Seine Energie ist schon zu einem Dreiviertel weg. Wir müssen den... Was? Was? Was war das jetzt? Okay, nochmal. Der wechselt jetzt. Oh, was ein Arsch. Der hat doch noch was auf Lager. Und jetzt macht er auch bei denen diese komischen Attacken. Oh, ich habe einen Energietank bekommen. Oh, mein Energietank ist bald wieder weg. Okay, sehe ich das richtig? Er wechselt seine Phasen jetzt auch zwischendrin. Das heißt, er könnte jetzt jederzeit wieder zu diesem Eisbeam wechseln. Ohne, dass ich auch nur das Geringste dagegen tun kann. Aber zum Glück gibt es hier Energie. Wahnsinn. Ich glaube, wir haben gute Chancen, das hier zu schaffen. Wenn er jetzt nicht auf diesen Eisbeam wieder wechselt. Hier ist es. Habe ich doch gewusst, dass du jetzt wieder auf mich schießt. Okay, fuck. Ich muss wechseln. Nein, Eisbeam, Eisbeam. Und da ist Energie, 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 Energie. Nein! Da wollte ich zu viel. Was? Au. Oh, hat er mich weggehauen hier. Wie bei der WM hat er den Ball weggetreten. Wow, cool.
Bitte, wann ist denn endlich mal seine Energie weg? Boah, der hat ja immer noch so viel. Was? Nein! Alter! Oh! Plasmabälle kommen auf mich zu. Schießen wir sie mal ganz schnell weg hier. Und sie geben mir wieder Energie. Sehr gut. Oh, gut. Und hier rein. Viele ist fast tot. Ja, ich fand das jetzt schon ziemlich lang. Wenn wir mal denken, wie lange wir gebraucht haben, um ihm mal ein Dreiviertel seiner Energie abzunehmen, erschien mir das jetzt dann doch noch relativ viel. Aber jetzt geht's doch ein bisschen schneller, so wie es aussieht. Alter! Hat der mich weggehauen gerade? Habt ihr das gesehen? Ja, natürlich, ihr seid ja nicht blind. Oh, shit. Oh, ich komm nicht weg. Boah. Wie der einen weghaut. Ganz humorlos. Oh, ich will mal was probieren. Wartet mal. Geht das auch? Wir grillen ihn. Wir haben ihn gegrillt. Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Wir dürften es geschafft haben. Der Kampf geht noch weiter. Was kommt jetzt noch? Seine Energie ist doch weg. Why is the smoke coming out of your Metroid? It's steam from the steamed... Fuck. We are having... Wäre auch zu einfach. Ja, sieht so aus. Okay. Kann ich den... Ich kann ihn... Au! Fuck. Ich wusste, dass er eine Attacke vorbereitet, aber... Oh cool, da ist Energie. 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 Halt. Hab ich... Fuck. Typisierung war das, ne? Muss ich jetzt bis ganz runter scrollen für Metroid Prime? Da, da ist vermutlich der hier. Metroid Prime 2, sozusagen. Scans lassen vermuten, dass die Energiesignatur des Phasons, wie sie in Metroid Prime vorkommt, gegenüber jeglicher herkömmlicher Waffentechnik unempfindlich ist. Lediglich eine Phason-betriebene Armkanone. Haben wir sowas? Was ist denn Phason? Egal. Könnte sie beschädigen. Metroid Prime sondert während seiner Attacken Phason ab. Diese Lachen lassen sich nutzen, um das Phason-Waffensystem des Anzugs zu regenerieren. Außerdem kann Metroid Prime selbst Metroids hervorbringen. Oh, scheiße. Wir können doch noch verlieren, ha? Huh? Während dieses Vorgangs ist er mit bloßem Auge nicht erkennbar. Okay. Fassen wir zusammen. Er sondert Metroids ab. Er macht sich unsichtbar. Das erinnert mich natürlich so ein bisschen an diesen scheiß Piratentypi, mit dem wir richtig Probleme hatten. Mir fehlt eine Waffe. Das ist jetzt die Frage, dachte ich auch. Was ich... Moment, irgendwo hier stand's doch. Lediglich eine phasonbetriebene Armkanone könnte sie beschädigen. Metroid Prime sondert während seiner Attacken Phason ab. Diese Lachen... Du brauchst den Phason-Beam. Okay. Diese Lachen lassen sich nutzen, um das Phason-Waffensystem des Anzugs zu regenerieren. Was?
Ich glaube, ich muss mir das mal kurz angucken. Ich spring mal besser weg. Okay, jetzt macht er sich unsichtbar. Das heißt... Oh, da ist er. Hallo. So, wir nehmen dich mal direkt ins Visier. Und schießen einfach mal auf dich. So. Irgendwas muss ja passieren. Kein Bock mehr? Was ist jetzt los? Du musst den Eimer mit dem Seil benutzen, erst dann den Stein reinwerfen. Danke! So, okay. Jetzt ist er wieder... Jetzt ist er unsichtbar? Was? Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn jetzt hin? Ich spring mal besser. Oh, gut. Was ist das hier? Hypermodus. Okay. Hypermodus. Bin ich jetzt im Hypermodus? Hat mir das jetzt irgendwas... Kann ich jetzt Fasern einsetzen oder so? Jetzt, wo ich da drin war? Anderer Weiser. Ach, sieh mal einer... Oh, ich muss auch noch zwischen anderen Weisern wechseln zwischenrein. Ach du Scheiße. Und ich muss immer raten, in was für einer Form er sich gerade befindet, in welchen Weiser ich wechseln muss. Wenn du in den Lachen... Okay, ich bin nur im Hypermodus, wenn ich in den Lachen drin bin. Aber was passiert im Hypermodus? Hier vorne habe ich die Lache. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Kann ich ihn jetzt anvisieren? Wo ist er? Er ist schon wieder weg. Au. Ah, er ist wieder sichtbar. Oh. Okay, jetzt ist er... Ah. Ich verstehe. Okay. Okay, jetzt ist die Lache aber weg, so wie es aussieht. Jetzt muss ich wohl warten, bis er eine neue produziert. Ja, komm, mit der Attacke kriegst du mich nicht. Aber der wird bestimmt noch mehr auf Lager haben. So, jetzt produziert er wieder so eine Lache. Ah, okay, ich verstehe. Und jetzt ist er wieder unsichtbar. Ich probiere es erstmal mit dem X-Ray. Es war der X-Ray. Ja, und da geht die Energie ordentlich runter. Au. Au. Hä? Ist er immer noch... Ach, der ist immer noch im X-Ray-Mode. Hoppala, ich habe gedacht, der würde sofort wechseln, wenn er getroffen wird. Obwohl, nee, hat er, glaube ich, vorhin auch nicht, ne? Anscheinend wechselt er erst nach einer bestimmten Zeit. Was ist das? Aua, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich höre dir nicht mehr zu. Du stinkbesoffenes Metroid-Schwein. Au. Wo ist er denn jetzt hin? Muss wieder... Ah! Ah! Und da sind jetzt die Metroids. Ah! Nein! Oh, wisst ihr was? Sterbt! Das kann ich jetzt hier überhaupt nicht gebrauchen. So. Okay, die Hälfte seiner Energie ist fast weg. Und wir haben noch mehr als die Hälfte unserer Energie. Vielleicht schaffen wir es beim ersten Versuch. Und das, nachdem ich mich das ganze Spiel über abgestrampelt habe mit allen möglichen Sachen. Ach, nee. Ich sollte noch nicht zu hochmütig sein. Das geht sonst nur in die Hose. Komm, ich mache jetzt einfach das hier. Ich hoffe, dass wir genug Powerbomben im Gepäck haben. Aber in welchen Weiser müssen wir jetzt? In den hier. Fuck, wir stehen nicht in der Lache drin. Da habe ich ja nichts zum Lachen jetzt hier. Mist, da haben wir jetzt kaum was abgezogen. Da haben wir zu lange gebraucht jetzt, wegen diesen dämlichen Metroids. Und wenn ich keine Powerbomben mehr habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich die abwehren soll. Weil ich hab definitiv keine Zeit, um mich mit denen zu befassen.
Es könnte doch noch ein Problem werden. Es könnte doch noch schwierig werden. Nur mit der Attacke hier. Mit der kriegt er mich definitiv nicht, also. Okay. Ah, perfekt. In den richtigen Weiser gewechselt. Ah, shit. Au. So. Und. Perfekt. Und hier ist Energie. Au. Das war sehr wenig Energie. Das war nicht genug Energie. Hast du die klassischen Metroids gespielt? Den ersten Teil auf dem NES? Und ein bisschen Super Metroid? Ansonsten eher nicht. Okay, Fason. Und er ist sichtbar. Er ist sichtbar. Das ist gut. Ich muss jetzt in keinen Weiser erst wechseln. Wo ist der Hypermodus? Ich stehe doch drin. War das jetzt gut oder nicht? Im Endeffekt haben wir ihn doch noch oft getroffen. Lass mich in Ruhe. Der will doch jetzt nicht etwa kuscheln kommen. Boah, was für ein langer Kampf. Und da ist die Fason-Lache. Sehr gut. Und er wird unsichtbar. Ich vermute mal X-Ray. Das war, glaube ich, bisher so die Reihenfolge, wenn er sichtbar war. Es ist X-Ray. Komm schon, jetzt sei doch endlich besiegt. Bitte. Es reicht immer noch nicht. Ey, wie wenig Energie hat er bitte noch? Wie konnte er das überleben? Aber wenn... Boah, ich erinnere mich gerade an was. Ihr habt im Chat gesagt, er hat 3 Phasen. Wenn das die zweite Phase ist, erwartet uns danach sogar noch was. Ach du Scheiße. Aber was für ein langer Kampf das dann wäre. Okay, das demoralisiert mich jetzt gerade wieder ein bisschen, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Au. Shit, ich habe keine Powerbomben mehr. Doch, ich hatte noch Powerbomben. Irgendwie konnte ich sie gerade nicht verwenden. Hä? Ach, hier ist die Faser. Shit. Nein. Das ist eine Katastrophe. Bitte geht weg. Oh Gott. Das ist die letzte Phase. Er hat nur 2. Nicht der Panikmodus. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich die jetzt noch abwehren soll. Ich habe keine Powerbomben mehr. Ich kann den Typen nicht mehr in Ruhe beobachten. Da hinten ist eine Fasernlache. Nix wie hin. Hin. Haben wir's? Ich glaube, wir haben's. Soll das heißen, wir haben's geschafft? Und was erzählt ihr mir dann im Chat von der dritten Phase? Oh Gott, da kommt vielleicht doch noch was. Ach du Scheiße. Oh nein! Nein! Nein!
Kratereinsturz steht unmittelbar bevor. Sofort evakuieren. Ach, das meint ihr mit dritter Phase. Ich muss jetzt hier noch fliehen. Okay, dann. Ne, wir sind doch wieder draußen, oder? Wir haben eine riesige Bombe reingeschmissen. Ja, eine strahlende Zukunft. Seht ihr, dass hier alles in Flammen steht und wir euer Heiligtum in die Luft gejagt haben? Wie jetzt? Ach komm, jetzt sag nicht, dass... Das ist alles, was ich krieg? Was ist das? Ey, reg dich jetzt nicht darüber... Doch, natürlich! Ich kämpfe mich monatelang durch dieses Spiel und bekomme ein Ja, Samus. Hast du gut gemacht. Da komm. Das geht nicht. Du hast keine 100%. Ach, deswegen. Oh, komm, hör auf. Ja, okay, dann werden wir wohl noch 100% machen müssen.